heute unter dem Titel Hatred, der Spektakel Amoklauf. Der Titel Hatred kommt eigentlich von einem Spiel, das, wozu es einen Trailer gibt, den wir uns auch noch anschauen, das eigentlich noch nicht erschienen ist. Also ich wollte es eigentlich noch ein bisschen mehr in den Vortrag integrieren, habe ich aber nicht in dem Maß gemacht, wie ich es eigentlich vorhatte. Aber mal schauen, wenn wir das machen. Genau, also so allgemein, ich werde eigentlich so im Vortrag eigentlich eher so den, statt den Begriff Amoklauf eigentlich eher das an Schulen, eher so den Begriff School Shootings verwenden, weil der eigentliche Begriff Amoklauf eigentlich eher für so einen spontanen Ausbruch steht, was aber School Shootings halt nicht sind. Also School Shootings sind keine spontanen Ausbrüche, weder die Opfer noch der Tatort ist zufällig. Im Gegenteil, die Taten sind meist sehr detailliert, im Voraus geplant. Es sind keine Affekttaten und es sind auch nicht, weiß ich nicht, so, keine Ahnung, was Zeitmaschine so gibt, weißt du, Beziehungs- oder Familientraum vergleichbar, wo dann halt auch meistens so das Familienoberhaupt irgendwie aus diversen Gründen eben als eine gesamte Familie aussieht. Wahrgenommen werden so School-Shootings eigentlich meistens so als fremder Einbruch in so eine idyllische Harmonie, ganz speziell auch der Gymnasien. Also School-Shootings finden größtenteils an höheren Schulen statt, was auch durchaus Rückschlüsse auf so ein gewisses Milieu zulässt, in welchem eigentlich School-Shootings vorrangig vorkommen. Genau. In der öffentlichen Wahrnehmung werden School-Shootings sehr individualisiert betrachtet und eigentlich als etwas der Gesellschaft Fremdes. School-Shootings, wie wir es heute begreifen, fand eigentlich das erste Mal in den 70er Jahren statt, seitdem gab es etwa 100 dieser Vorkommnisse. Es gab so Anfang bis Mitte der 90er einen relativ starken Anstieg, so gesehen. Und so der mediale Höhepunkt auch war dann so 1999 in Littleton, oder Columbine, kennt man vielleicht. Gibt es auch von Michael Moore diesen Film, Bowling for Columbine. Aber dieser Anstieg hat sich auch nicht fortgesetzt. Also es ist relativ stagniert und es sind weiterhin extrem seltene Ereignisse. Also statistisch gesehen findet alle 200.000 Jahre an einer deutschen Schule ein Amoklauf statt. Also entgegen dieser Seltenheit gibt es eigentlich eine sehr hohe Präsenz von School-Shootings in den Medien. Was auch so für diesen Charakter als Fremdeinbruch in dieser Harmonie gedeutet werden kann, dass erstmal so genau dieses Milieu auch wiederum fasziniert. Ich muss das machen mit meinem Desktop. Genau. Also sowohl in den Medien sind diese Dinge sehr präsent, als auch in den Schülerfantasien. Also es gibt im Vergleich dazu, wie wenig School-Shootings es eigentlich gibt, gibt es sehr viele, ja, Scherze in Anführungsstrichen und angedrohte School-Shootings, die mehr oder weniger ernst sind. Also so von Truhanrufen über, weiß ich, Schmierereien auf irgendwelchen Schulklos und so weiter und so fort. Und das tritt vor allem nach tatsächlich stattgefundenen School-Shootings ein. Also zu den Tätern ist erstmal so viel zu sagen, es sind in der Regel tatsächlich keine Schulversager. Durchschnittlich haben Amokläufer sehr durchschnittliche bis eigentlich sogar gute Leistungen. Haben allerdings, also sie haben sowohl eigentlich eine relativ niedrige Position innerhalb der eigenen Peer Group, also gehören so innerhalb von der Schule meistens eher so zu den ausgestoßenen Klicken, sind allerdings auf der anderen Seite auch keine Mobbing-Opfer. Also man kann keinen wirklichen Zusammenhang so von dem Maß an Mobbing feststellen, was dann irgendwie zu einem School-Shooting geführt hätte. Generell sind die Täter meistens tendenziell eher introvertiert und sehr unauffällige Schüler. Also es gibt dann so ein Beispiel, um vielleicht erstmal aufzugreifen, also Sebastian Bosse. Hat er bei einer Naturbahn? Nee, aber beide mit Softäffchen. Also bei dem kommt auch so beides, bei dem kommt auch so beides zusammen. Also auf der einen Seite ein durchaus introvertierter Typ, eher isoliert, auf der anderen Seite hat er, glaube ich, sogar ein Softäffchen, ich weiß nicht, geleitet mit 20 Mitgliedern und so. Was? Und was aus dem hätte werden können bei der Bundeswehr? Ja, der wollte zur Bundeswehr. Genau. Also bei dem gab es tatsächlich mal einen Mobbingfall, der auch tatsächlich belegt ist, der auch ein bisschen extremer war. Der hat irgendwie, als er noch auf der Schule war,
hat ein Mitschüler von ihm so mit dem Feuerzeug den Schlüssel heiß gemacht und ihn irgendwie so auf den Arm gedrückt oder sowas. Was allerdings auch nicht einfach so hingenommen wurde, auch nicht von seiner Außenwelt. Also da, das wurde durchaus von der Schulleitung ernst genommen, das wurde verfolgt in Anführungsstrichen. Also der Täter sollte dann auch zum Schulpsychologen, hat dafür eine Strafe bekommen und auch das Jugendamt hat ihn im Nachhinein noch auf jeden Fall auf dem Schirm gehabt und hat so ein bisschen auch das Elternhaus durchgeleuchtet. Also es wurde schon von der Umgebung, auch für ihn auf jeden Fall wahrnehmbar, ernst genommen. Und ihm wurde auch auf jeden Fall ein Besuch beim Schulpsychologen nahegelegt, was er allerdings nicht wahrgenommen hat. Und dann könnte man irgendwie so darauf kommen, dass sich da irgendwie so eine gewisse, so eine doppelte Ohnmacht sich auch schon manifestiert. Also auf der einen Seite fühlt man sich ohnmächtig, sich zu wehren. Man kann gegen dieses, also in dem Fall tatsächliches Mobbing, sich eigentlich nicht wehren, ist aber auf der anderen Seite halt auch unfähig, Hilfe von außen anzunehmen. Vielleicht auch genau, um sich diese Ohnmacht nicht eingestehen zu müssen. Was weiterhin relativ generell für School-Shooter zutrifft, ist sehr krasse Probleme mit Gleichaltrigen und mit Mädchen, also so bei Bosse. Der beschreibt sehr ausführlich, dass er gerade so bei Gleichaltrigen und auch bei nochmal expliziten mit Hip-Hopern, also so Leute, die mit Baggies rumlaufen oder sowas, so richtig krasse, also nicht einfach nur sich unwohl fühlt, sondern so richtig krasse Antipathien dagegen hegt und so auch richtig krasse körperliche Reaktionen hat. Also er beschreibt wirklich, dass so seine Knie zittern, weich werden, dass er Schweißausbrüche bekommt, dass er nur noch stammeln kann und so weiter. Und ähnliches auch mit Mädchen. Also er beschreibt in seinem Tagebuch dann auch mal so einen Fall irgendwie, das ist glaube ich eine, so ihr Maifeuer-Geschichte, und hat er auf dem Dorf und dann wird halt besoffen und so. Und dann wurde auch so kenn ich gar nicht vom Dorf. Kennt man nicht. Ja, dann wurde auch so ein bisschen von den Leuten irgendwie so ein bisschen rund gemacht und ist dann so in den Wald abgehauen irgendwie mit. Und hat dann noch ein bisschen weiter getrunken, da sind wohl zwei Mädchen nach, auch wo er eins wohl auch sich nicht zu einem hingezogen gefühlt hat, was auch so ihm gegenüber durchaus so Annäherungsversuche gemacht hat, so versucht hat auf ihn einzureden, mit ihm ins Gespräch zu kommen, so versucht so Körperkontakt aufzubauen, was er aber komplett ablockt. Und wie gesagt, nachher konnte in seinen Tagebüchern auf der einen Seite eben halt auch noch so, dass er da auch für dieses Mädchen durchaus Gefühle hegt, aber auch so keine Initiative eigentlich von sich aus ergreifen kann und auch immer so sagt, so, ja, scheiße, da geht's auch nicht voran. Ne? Und interessanterweise in seinen Abschiedsbotschaft, um ein bisschen zu sprechen, wiegt er das auch sehr krass ab. Also er sagt dann so, also er hat es dann auf Englisch formuliert, auch mit dem Ziel, möglichst viele Leute zu erreichen. So meinte dann irgendwie so, ja, ich wurde nie von jemandem geliebt und ich habe es auch nie gewollt. So, und ja, es gab mal dieses das spricht dann über dieses Mädchen so, und irgendwie, ja, da gab es dann dieses Gothic-Chick, sagte dann so. Also tut auch so, als wäre da tatsächlich was passiert und meinte dann halt so, ja, da war mal was mit diesem Gothic-Chick und ja, aber keine Ahnung, steht da auch eigentlich gar nicht drauf, aber es ist halt passiert, ich war auch besoffen, also scheiß drauf so. Also wiegt das auch noch so richtig krass ab. So. Also entgegen so dem eigentlichen Auftreten, auch so der Wahrnehmung in der Umgebung, dass so Schulschüler eigentlich sehr unauffällig sind, ist die Selbstinszenierung wiederum, wie wir hier sehen können, eigentlich sehr auffällig. Also da gibt es schon eine recht deutliche Orientierung, auch so an so Männlichkeit. Ja, Mädchen will man jetzt nicht sagen, also es gibt eigentlich so zwei große Sachen, also entweder so wie wir es hier auch sehen, so mit diesen langen schwarzen Mänteln, so Trenchcoats, die sehr an so Matrix oder Blade erinnern, oder es gibt eben halt, das ist auch Sebastian Bosse, halt mit diesen krassen Kämpfer-Militär. Mit der Frisur, so Taxi-Driver, oder? Ja, genau, so aus Taxi-Driver. Genau, das ist einer von den Colorblind-Abenteuern, auch so der erste, war 1999, war so der erste, in Anführungsstrichen moderner Amoklauf, auch eben halt, weil es ist aus dem Film, den die gemacht haben, der hieß auch den Hitman, also so im Prinzip Auftragskiller. Halt, wie gesagt, sehr stark mit Waffen posiert, vorrangig schwarz und mit so einem langen Mäntel. Und das ist sogar, das ist noch, also kommen wir auch kurz drauf, das ist noch richtig krass, das ist eine Fanart tatsächlich. Aber auch so mit diesem relativ, also mit Kampfstiefeln, langen schwarzen Mänteln und. Genau, und die. Okay, diese Amokläufe von Columbine haben ihre Clique auch direkt Trenchcoat Mafia zum Beispiel genannt. Also da gab es auch eine Identifikation mit so etwas.
Da muss man auch sagen, als auch die waren, es waren schon eher so die Outsider so an ihrer Highschool, aber auch jetzt keine krassen Mobbing-Opfer. Genau. Und anhand, also wie gesagt, da spielt auch dieses Fanart eine nicht unwesentliche Rolle, anhand dieses Columbine-School-Shootings 1999 hat es tatsächlich so eine Art, beim Internet so eine Art Bewunderer-Szene, beziehungsweise sogar also selbst, sehen sie sogar als Bewegung entwickelt, die sich sehr, sehr stark mit diesen School-Shootern identifizieren. Und also der Spitzname der beiden, also einer hieß der linke Red und der rechte Wodka, das waren so Spitzler. Und in Anlehnung darauf hat sich diese Bewegung auch Red Revolution genannt. Und da gibt es innerhalb dieser Internetforen, da gibt es mehrere, eine sehr starke Identifikation mit den Leuten. Also die halt wirklich so auch so selbst Tagebücher oder Blogs halt so veröffentlichen. Also erstmal die Leute in den Himmel loben, so irgendwie, du hast das zum Ausdruck gebracht, was ich fühle. So, und auch das gesagt, also da werden ja auch immer so diese Nachhinein kommen, diese ganzen Chats und Tagebücher auch häufig irgendwie in Umlauf. Und wie gesagt, werden zu Helden verehrt, zu Rächern der Ausgegrenzten und der Gemobbten. Und diese School-Shooting-Szene, diese Anhänger, fühlen sich auch wirklich so, also identifizieren sich so stark damit, dass es wirklich so fast wie Angehörige sind. Also die meinen auch, sie trauern, es gibt für die Todestage und meinen auch Leute so, irgendwie so ja, ich war heute schon wieder, also schreiben so fiktive Briefe an diese Amokläufer so, von wegen so, ja, heute war ich wieder in der und der Situation und ich denke mir dann immer so, was hättest du wohl gedacht, was hättest du wohl getan, also. Weißt du was darüber, wie stark diese Foren sozusagen genutzt werden, wie viele Leute das Internetseiten und sehen drauf? Nee. Also das ist auch selbst in sich nur mit dem Ablauf geschehen. Und gibt es auch auf Deutsche bezogen wiederum fast gar nicht. Also es gibt sogar, ist auch verrückt, irgendwie einer der Hoster, also jemand so eine Seite leiten, weil auch er, also der sieht halt so diese Red Revolution schon so als, also wie gesagt, als Aufstand der Ausgegrenzten und der Gemobbten, sich selbst aber als pazifistisches Mitglied. Also er findet das total geil, würde man. Aber er selbst ist da wohl. Also und man weiß auch nicht so richtig, ob es zum Beispiel eine Verbindung gibt, wenn es in Deutschland Amokläufe gibt, so ob diese Leute davon haben. Okay. Genau, das wollte ich auch sagen. Genau, und das ist auch so ein bisschen so diese These von. Dass es eben keinen wirklichen, also keinen nachweisbaren Zusammenhang von Extremmobbing und diesen Amokläufen gibt, ist zum Beispiel auch bei diesem Amoklauf. Wie gesagt, es waren so die Outlaws, die man deren Selbstbeziehung so aufgreifen will, die Outsider. Und der Witz ist, also das habe ich wirklich in der Dokumentation gesehen, ich weiß nicht, wie authentisch das wiederum ist, weil das klingt teilweise auch eher so ein bisschen nach Medienhype. Oder ist halt so eine Geschichte, die sich gut inszenieren lässt. Dass wohl an der Highschool, wo sie Amok gelaufen sind, so die coolen Kids, die In-Kids, Leute, die halt Sportler waren, Cheerleader und so weiter und so fort, aber dass sich vor allem die Kerle so ein leuchtend weißes Basecamp auf hatten. Das war für die halt, das war wirklich so ein Uniformstück fast schon so, wenn du so zu den, also muss auch so Leute gehören, die sowas tragen durften, innerhalb der Schule sozusagen, sonst wurde sie halt abgezogen. Also sie waren ganz deutlich erkennbar und es gibt wirklich keinen. Also die Opferauswahl in diesem Amoklauf war komplett zufällig. Es gibt keinen krassen Anteil, dass die Typen, besonders diese Leute mit den weißen Käppis, erschossen hätten. Also gerade also, wieder diese Dokumentation, da werden auch so immer so, wenn, also wird diese Tat rekonstruiert und immer wenn eben halt ein Opfer da erschossen wird, wird auch noch so ein ziviles Foto sozusagen, so ein Privatfoto von denen meistens eingeblendet, wenn sowas halt vorlag. Und es ist halt wirklich komplett zufällig. Also egal Geschlecht, Alter, also da kann es 12-jährige Leute, so, also die einfach gerade in der Bibliothek gechillt haben, werden halt in den Kopf geschossen. So gab es auch den Fall, wo sie einen mit diesen weißen Käppis erkannt haben, aber und sogar eine relativ gute Verbindung zu dem hatten, den sie wiederum haben laufen lassen. Genau. Genau. Und innerhalb dieser Red Revolution gibt es auch so den Versuch, eigentlich so. Eigentlich so jeden, zum einen den Versuch, eigentlich so jeden Amoklauf, der halt stattfindet, eigentlich in diese Geschichte halt einzureihen. Ein Soziologe, der sich auch mit dem Thema befasst hat, der hieß,
Brumme, hat da halt dieses Konzept des kulturellen Skriptes angewendet. Also kulturelles Skript heißt so, dass so im Prinzip für einen bestimmten, also dass das Bedürfnis zu handeln eigentlich insoweit geordnet wird, dass so Akteure benannt werden, eine Situation konkret benannt wird und alles so im Plot geordnet wird. Also ein abstraktes Bedürfnis, wie eben halt man vielleicht so ein School-Shooting irgendwie begreifen könnte, halt tatsächlich auch in so eine, in diese so Rechte des Gemobbten, dass man dieses abstrakte Bedürfnis darin eben halt einen konkreten Ausdruck irgendwie findet. Also, und das ist auch richtig krass in dieser Red Revolution, in dieser School-Shooting-Szene, wo in diesem Forum tatsächlich diskutiert wird, was würdest du zu einem Amoklauf anziehen? Was, das ist ein Bild, was wiederum sehr geprägt ist, wie gesagt, von diesen Medienbildern, so lange schwarze Trenchcoats oder Kämpferanzug. Und ja, wie würdest du das organisieren, was auch so weit geht, wann würdest du das machen? Und da wird diskutiert, wann ist ein Amoklauf in Anführungszeichen gerechtfertigt und so weiter und so fort. Also, wo sogar so eine Szene darauf achtet, dass nicht unter, weiß ich nicht, Sachen, die ihnen nicht in dieses Skript passen, in Anführungsstrichen, dass da nichts geschieht, wie gesagt, was nicht in diese Bewegung, was nicht in diese Revolution eben passt. Genau, und auf der anderen Seite bietet dieses kulturelle Skript eben einen Rückgriff für potenzielle Amok-Läufer auf ein bereits vorhandenes Bezugssystem. Und da bildet sich tatsächlich, also anhand dieser wenigen Exempel, an denen man es eben halt festmachen kann, tatsächlich so eine Art, vor allem seit 1999 mit diesem Columbine-Amoklauf, tatsächlich ein Muster aus, was so das Denken, was so die Vorstellung von so einem Ablauf, von so einem Amoklauf, als auch so deren Motivation. Also das waren auch so die, glaube ich, mit die ersten, die tatsächlich in so einen sozialen Zusammenhang gebracht haben, von wegen, das ist eine Gesellschaft, gegen die man sich auflehnen muss, weil es so Opfer von einer Gesellschaft und genau, hat dagegen aufzubegehren. Und so seitdem, auch in Deutschland eben vor allem, reihen sich Amokläufer sehr krass in diese Sache ein. Also das prägt schon sehr die Selbstwahrnehmung und auch die Selbstinszenierung dieser School-Shooter als Rächer der Gemobbten. Vor allem beim Abschiedsbrief von Sebastian Bosse ist das relativ krass. Also wie gesagt, das ist so ein richtig verrückter Mix. Also du kannst da wirklich so für, also so Anarchismus, wo er dann wirklich so sagt, so ja, was soll es denn überhaupt für einen Sinn haben, irgendwie sein Leben lang Acker zu gehen, so bis man 65 ist, dann noch 5 Jahre so vor sich hin vegetieren zu dürfen, bis man dann halt abkratzt und dafür halt sein Leben lang den Chef in den Arsch kriechen zu müssen und vom Staat pushen zu müssen und so weiter und so fort, bis zu so einem krassen Nihilismus, wo er wirklich so sagt, so, ja, eigentlich kann man einfach jedem Menschen eine Waffe in die Hand geben und dann würden sich alle Konflikte, die Menschen haben, ohne einen Dritter ganz fair lösen. So. Solche Vorstellungen. Das ist SARRT-Typ. Ja, genau. Bildung, Schule, Arbeit, Rente, Tod. Arbeit, Rente, Tod. Genau, und hat dann aber auch so, genau, hetzelt auch so gegen Politiker ab, so, wo auch schon so sagt, so, ja, ich weiß schon, wie es laufen wird, also wenn wenn ich jetzt Amok laufe, wenn das halt jetzt stattfindet, so, dann werden sich wieder alle so, alle auch betroffen machen, einfach nur um für sich Stimmen abzugreifen und ja, werden sich selbst als Problemlösung halt krass inszenieren. Und führt dann auch so sowas aus, irgendwie so, ja, das sieht man doch schon mal so. Bei unserer Rektorin lässt sich nirgendwo blicken, so. Aber wenn ein krasses Schultheater ist, dann ist sie die erste, die auf die Bühne stürmt und so lächelnd sich so beklatschen lässt, sowas. So. Oder geht's aber auch so, hat auch wiederum so Vernichtungsfantasien, die auch verrückt sind auf so eine Weise. Also weiter so, wie so Nazis, Türken, Hip-Hopper. Also wie gesagt, er hat ja davon übrigens gesagt, Hip-Hopper, was waren so? Staatsdiener und Gläubige. So, die müssen vernichtet werden. So auch so, und sagt dann auch so, ja, irgendwie so, ja, so die Türken, wenn die hierher kommen, weil es bei ihnen so scheiße ist, so Deutschland ist so nicht das Sozialamt der Welt, so, irgendwie, aber ich bin kein scheiß Nazi, steht auch explizit. Genau, und diese ganze, so eigentlich offensichtlich widersprüchlichen Sachen auch, finden halt in dieser krassen Ideologie des School-Shootings, wie es halt geschrieben wird, halt wirklich so eine Art ordnendes Prinzip, so. Und, dass sich da einreiht, geht auch so aus den Tagebüchern und auch gerade in seinen Abschiedsbotschaften hervor, weil gegen Ende und auch explizit in seiner Abschiedsbotschaft formuliert er nur noch in Englisch. Also er reiht sich da durchaus ein und will das auch einem größeren Publikum zugänglich machen. So. Und er sorgt ja auch selbst dafür, dass das alles halt online gestellt wird, also kurz vor seiner Tat.
Ich stelle das, wie gesagt, alles online und wie gesagt, explizit in Englisch, damit möglichst viele Leute das wahrnehmen können und genau, und dass er sich eben halt auch selbst in diese School-Shooter-Szene mit einreiht. Genau, also wie ich schon gesagt habe, so School-Shootings finden eigentlich so vor allem in so einem eher idyllischen, in so einem kleinbürgerlichen Milieu statt, wo früher auch so diese, also auch die Orte auch einfach ganz einfach stehen, also so Winnenden, Emstetten und so weiter und so fort, das sind alles sehr, sehr kleine Städte. Genau, Erfurt ist so ein Übergangsding, aber so Erfurt kann man schon wieder sagen, also hat halt, also Erfurt ist halt einfach trostlos. Also keiner, also es gibt eben auch wirklich so diese Ansicht, dass so School-Shootings stattfinden, wo es eigentlich so ein jugendliches Aufbegehren so gegen Autorität gibt, wo sich das allerdings nicht in einer Subkultur, einer jugendlichen Subkultur nicht artikulieren kann, also wo es noch nicht mal Nazis gibt, bei denen man marschieren kann. So. Und geschweige denn irgendwie so antiautoritäre Strukturen, wo man halt gegen das Bestehende aufbegehren kann, sondern man nur für sich bleiben muss, aufgrund dessen, wie eben halt so dieses soziale Umfeld beschaffen ist und deswegen halt so krass aussetzt. Ja, das ist schon ein bisschen gewagt, oder? Ja, das ist halt so eine Ansicht in der Sozialpsychologie. Ja. Genau. Das ist doch tatsächlich ein Phänomen von Kleinstädten, dass so Außenseitergruppen mit einem speziellen Habitus so unter sich bleiben, so dass sozusagen, keine Ahnung, wenn die Stadt so groß ist, dann gibt es halt ein, zwei Goffs so, oder vielleicht vier, aber keine Szene, in der die sozusagen in einem größeren Zusammenhang sind oder also so, keine Ahnung, das ist doch tatsächlich ein reales Phänomen. Es ist halt schwierig so zu verallgemeinern, also so, weil Sebastian Boss zum Beispiel ist auch so der Fall, der war schon aus der Schule raus, als der Amok gelaufen ist. Der war gar nicht mehr in der Schule, war in so einer Übergangsphase, wo man auch wieder so sagen kann, okay, Probleme mit Gleichaltrigen und vielleicht auch ein Problem so in der Adoleszenz, in der Erwachsenwerdung, dass eigentlich so ein neuer Lebensabschnitt beginnen sollte, womit man halt nicht klarkommt und deswegen so die Eskalation eben halt dort auslebt, wo man wiederum so das letzte Mal eigentlich so geordnete Verhältnisse hatte, nämlich dann in der Schule. Genau, und dieses, wie gesagt, diese typische, beziehungsweise, also ja, wie gesagt, es findet vor allem am Gymnasium in Kleinstädten statt, wo eigentlich so Selbstverwirklichung nochmal so extra betont, so als höchstes Gut gilt. Ne? Also man soll so sein Ding machen. Und, im speziellen Fall von Robert Steinhäuser, also dem Amokläufer von Erfurt, war es dann so, dass er, also der Umkehrschluss ist ja wiederum so, wenn du an dieser Selbstverwirklichung eben halt scheiterst, so, dann bist ja auch du schuld, so wiederum. Und genau das ist dann halt Robert Steinhäuser, also Robert Steinhäuser ist wohl, glaube ich, einmal durch die Prüfung gefallen und wurde dann auch nicht mehr zugelassen, weil irgendwie ein gefaktes Attest vorgelegt hat. Und wollte dieses Scheitern allerdings eben halt nicht auf sich sitzen lassen, sondern er hat diese Auslese, die da stattgefunden hat, durchaus persönlich genommen. Also er hat eigentlich aus diesem Sortierungszweck, den die Schule eben halt hat, also er hat es nicht einfach als Zweck dieser Einrichtung gelesen, sondern hat sich schon so gesagt, dass das ein persönlicher Angriff auf ihn ist. Im Prinzip halt einfach, weil er diesen Institutionen, der wirklich geglaubt hat, dass so Selbstverwirklichung durch Leistung und durch die Anerkennung dieser Leistung innerhalb dieser staatlichen Institutionen vorgeht und auch nur damit vorgeht und letztendlich diese Aussortierung als dessen halt auch wiederum eine Negation seiner Person und seiner Persönlichkeit wiederum darstellt. So. Ja, also er unterstellt den Lehrern durchaus ein persönliches Interesse an seiner Degradierung zu einem gewöhnlichen Mitmenschen. So, also gerade weil er eben halt diese Lehre der Selektion, so, dass eben halt Menschen so in Pimpe und Elite durchaus eingeteilt werden, durchaus verinnerlicht hat. So. Was auch, also auf der einen Seite ist es verrückt, also nicht verrückt, aber so, relativ viele Menschen machen Abitur. Das stimmt schon so. Auf der anderen Seite eben halt gerade diese Thüringer Besonderheit, wo ja viel darüber diskutiert wurde, eben halt, dass man, wenn man kein Abitur bekommt, wenn man direkt den gymnasialen Weg zum Abitur genommen hat und dann kein Abitur schreibt, man überhaupt nichts hat oder hatte damals, also weder ein Haupt- noch ein Realschulabschluss, ja auch das nochmal extra betont hat wiederum. Also so, die sollen sich ja nicht darauf verlassen irgendwie, dass wenn sie eben halt ihr Abitur verkacken, dass sie dann noch irgendwas haben. Nee, die sollen das, sich da schon richtig reinhängen. So. Und diese Degradierung quasi vom
im Prinzip bei Robert Steinhäuser gab es dann immer diese Degradierung von einem wertvollen Gesellschaftsmitglied zum wertlosen Arbeitsvieh ohne Schulabschluss. Ne, das ist so Degradierung zum Abschaum, der gefälligst froh über jeden schlecht bezahlten Job sein soll, der der Gesellschaft nicht auf der Tasche liegen soll und dessen Scheitern er verdammt nochmal selbst zu verantworten hat. So. Was halt auch angesichts so dieser Selbstverwirklichung durch Leistung halt auch logisch ist. Ne? Also so, wenn man schlecht ist, dann ist man halt auch schlecht. Ne? Man ist nicht einfach nur jemand, der eine schlechte Note bekommt, sondern dann ist man halt ein schlechter Schüler. So. Und da, dementsprechend gilt man halt auch gesellschaftlich. Ne? Also wenn du halt schlechter Schüler bist und sich das auf dem Zeugnis niederschlägt, dann werden dir ganz konkret gar nicht mal so wenig in deiner Biografie über dir versagt, weil du halt gesellschaftlich als unqualifiziert oder alternativ als unreif für ein Studium oder zur Ergreifung gewisser Berufe giltst. Ne? Also du bekommst nicht einfach nur eine 5, sondern du bist ein 5er Schüler. Und am radikalsten ist das dann halt in diesen Kopfnoten, wo quasi, ja, also du bekommst anhand von Schulaufgaben, die dann anhand von Schulmaßstäben bewertet werden, an denen du versagst, das Urteil über dich, dass du ein Versager bist. Ja. Und als Erklärung dazu werden dann halt so ganz wiederum halt sehr individuelle Erklärungsansätze herangezogen, also Begabung, Intelligenz, dein eigener Wille, genetische Anlagen, das kennt auch jeder von mir, hast du das nicht? Oder alternativ der neuesten halt, oder als Erneuerung des sozialen Milieus. Genau. Also als Opfer dieser Selektion wird man eigentlich für ein Resultat verantwortlich gemacht, das an einem selbst eigentlich festgelegt wird. So, und Robert, also zumindest im konkreten Fall von Robert Steinhäuser kann man schon sagen, der hat das eben halt umgekehrt. Der hat eben halt ein sehr starkes Selbstbewusstsein gehabt, was auch häufig so in diesen ganzen so Amoklauf durch Mobbing-Geschichten ja immer so als Defizit aufgemacht wird. Ja, vielleicht haben die Leute einfach kein Selbstbewusstsein und deswegen verzweifelt. So, nee, der hat ein sehr starkes Selbstbewusstsein gehabt, was auch wiederum als sehr deutlicher Ausweis für so eine Erfolgsfähigkeit in dieser Gesellschaft gilt. So als würde der Glaube an sich selbst schon zu Erfolg führen. Der hat halt gesagt, so, nee, ich bin was wert, ich bin verdammt viel wert. Ich bin viel mehr wert als das, was ich jetzt hier gerade offen gelte. Und das werde ich euch jetzt mal unter Beweis stellen. Und das ist auch so, das ist auch ein zentrales Motiv, weil dass der kein Abitur hatte, war dem an sich gar nicht so wichtig. Der hat weder gegen diesen Ausschluss von der Abiturprüfung Einspruch eingelegt, noch hat er sich Gedanken gemacht, ja, scheiße, ich muss jetzt nebenbei jobben und muss jetzt auf ein Abendgymnasium zum Beispiel gehen oder noch einen anderen Bildungsweg. So, gibt es ja berufliches Gymnasium und so weiter und so fort. Da hat er sich überhaupt nicht drum gekümmert, so, sondern der war wirklich in seinem Selbstbewusstsein richtig krass angegriffen. Genau. So, und vielleicht als letzter Punkt. In der öffentlichen Auseinandersetzung, obwohl jetzt habe ich, ja, mache ich auch nicht. Okay. Genau, in der öffentlichen Auseinandersetzung, also da gibt es, wie gesagt, gibt es ja unglaublich viele Erklärungsansätze. Aber was so ganz zentral ist, was mir auch aufgefallen ist, ist eigentlich so dieses Warum. Also das findet man durchaus explizit immer wieder, auch bei den verschiedensten Amoklaufen. Also es sind jetzt verschiedene Bilder durchaus von Erfurt, Winden und Emstetten generell. Ja. 11.03.2009, das war in Winden. Genau, hier noch oben als Schlagzeile das Aufgreifen von der Allgemeine. 10 Jahre nach dem Amoklauf von Erfurt. Genau, und die Sache ist so, dass das eigentliche Umgang mit School-Shootings ist, dass es eigentlich als unbegreiflich gehandelt wird. Also so, aber auch erstmal nur, weil es hier stattfindet. Also so, wenn man Diskussionen sich anzieht, wo Amokläufe in den USA thematisiert werden, ist das schon klar irgendwie. Da sagt man sich schon, ja, das sind auch echt komische Leute und hat ja auch jeder eine Knarre zu Hause. So. Und ja klar, muss man sich ja nur die Außenpolitik ansehen. So. Die wollen ja alles immer gleich mit Krieg lösen. So. Also da wird das erstmal überhaupt nicht in Frage gestellt. So, das ist alles ganz klar. Während in Deutschland halt alles so als äußerst singulär so gilt. So, und genau, eigentlich alles erstmal so dieses Label des Unbegreiflichen ankommt. Also da kann man sich, wie gesagt, diese Schilder ansehen, als auch so diese verschiedene Reden von Rau zum Beispiel so, kurz nach dem Amoklauf von Erfurt, dass eigentlich so jeder Versuch der Klärung eigentlich so unter dem Verdacht steht, dass dem ein Fehlen von Betroffenheit oder von Mitgefühl zugrunde liegt. Was eigentlich so ein Widerspruch ist, weil eigentlich das
also selbst wenn man so ein Urteil irgendwie hat, dass eigentlich so ein Amoklauf etwas Unerklärliches, etwas Unbegreifliches ist, dann kann ich das ja erst nach dem Versuch der Klärung eigentlich erst feststellen. So. Und häufig ist auch dieses Urteil, dass etwas unerklärlich ist oder der Amoklauf unerklärlich ist, eigentlich nur der Auftrag, eigentlich so seine eigene Erklärung, seine eigene Deutung zu artikulieren. Das ist hier eigentlich so interessanterweise nochmal explizit der Fall. Also so eigentlich ist so dieses Warum, dieses eigentliche Warum bezieht sich ja wirklich so ein bisschen so darauf, also was auch bei diesem anderen, was schon hätte das verändert werden können, warum? So hätte es verändert werden können, warum ist das geschehen? Kann man dem irgendwie entgegenwirken? Und hier wird dieses Warum eigentlich nochmal in einem ganz anderen Zusammenhang gestellt. Also so, da stellen sich irgendwelche krassen Leute nochmal selbst ganz andere Fragen, so, ne? Also so, warum kann die Politik Amokläufe nicht verhindern? So, oder hier kann auch, warum sind Menschen auch böse? So, der Philosoph hält sich halt dazu damit so. Warum tut sich die Politik so schwer damit, Thüringer Schulen zu verändern? Das ist nicht der auch von der Dinge. Warum dürfen Waffen werden? Also so, da hat jeder irgendwas zu sagen so und nimmt sich eigentlich so dieses Warum vor und formuliert so eine ganz eigene Frage so und sagt einfach nur das, was er halt irgendwie dazu zu sagen hat. Warum werden brutale Videospiele nicht verboten? Aber eigentlich sind ja die ganzen Warum-Fragen, die die anderen stellen, schon Antworten darauf, sozusagen genau. Auf das andere Warum, oder? So ein bisschen. Naja, also wenn du so fragst, ja, warum sozusagen lässt Gott dieses Leid zu, dann hat das irgendwas mit Gott zu tun offenbar sozusagen. Also man, keine Ahnung, als einer, der nicht glaubt, dass das irgendwas mit Gott zu tun hat, würde man wegen der Frage Amoklauf warum doch nicht sagen, warum lässt Gott dieses Leid zu? Ja, im Prinzip ist das ja genau das, was Boss ja sogar schon in seinem Abschiedsbrief sogar schon angekündigt, so dass man wieder Leute selbst halt dann inszenieren und sich halt selbst halt schon wieder selbst als die Antwort auf den Missstand. Und auf der anderen Seite ist eigentlich diese, also wird eigentlich durch diese Art der Auseinandersetzung eigentlich die Frage nach den wirklichen Motiven und Gründen eigentlich relativ ausgeblendet, weil die Gründe, die ja der Amokläufer eigentlich gehabt haben muss, auch wenn sie irrational waren, dürfen eben halt nicht als solche gelten, weil eben halt Gründe, die hier als etwas gelten, gar nicht zu so etwas führen dürfen in dieser Gesellschaft. Genau, und wie gesagt, genau, also selbst wenn man die Frage halt dazu formuliert, wie ist halt dieses Unerklärliche, wie ist das eigentlich möglich, ist wie gesagt halt keine Frage, sondern bereits die Antwort. Und oder stellt halt bereits, es kann gar keine rationalen Gründe geben, so man muss halt schon verrückt gewesen sein, um sowas zu tun. Und wie gesagt, dieses immer wiederkehrende Warum stellt eben halt überhaupt keinen Klärungsbedarf an die Welt. Ne? Das hat kein. Sondern ist halt einfach eine Demonstration von einer übelsten Hilfs- und Ratlosigkeit und verlangt halt von der Welt, also es hat keinen wirklichen Adressaten und verlangt halt auch keine richtige Aufklärung, sondern untermauert halt eigentlich einfach nur die Einordnung des Geschehenen in ein unerklärliches Verbrechen. So, ja, auf der einen Seite ist der Täter halt verrückt und jeder Klärungsversuch ist bereits zynisch und an so die Opfer verhöhnend. So, und die tatsächliche Frage nach dem Warum, wie gesagt, steht halt schon immer so unter dem unläuteren Verdacht, tatsächliche Gründe zu finden und vielleicht Gründe, die tatsächlich in dieser Gesellschaft zu finden wären. Was dann wiederum Gründe gegen diese Gesellschaft wären. Wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich was ausgespart, was ich eigentlich einbauen wollte. Und dann mach das noch. Oder also ich würde vielleicht... Nimm noch Annikas Frage. Ich überlege. Okay. Diese Abschiedsbriefe... Die stellen die ins Internet, gell? Hast du so einen Abschiedsbrief mal gelesen? Den von Bosse. Gibt es da drin sozusagen Erklärungsansätze von den Leuten, die das machen? Also, dass die dann halt quasi sagen, sozusagen, wir kommen hier mit der und der Sache nicht mehr klar, oder wird das im Nachhinein alles nur interpretiert anhand der Handlung? Dann hätte man in der Zeitung die Frage stellen können, warum habt ihr die Briefe einfach nicht gelesen? Um die Antwort auf die Frage, warum zu finden. Ja, aber ist ja sozusagen die Frage, schreibt er dann da irgendwie rein, ja, hier. Also zum Beispiel das mit dem Schulabschluss bei dem Steinhäuser, so, dass der halt keinen Abschluss hat, so, da schreibt er doch nicht in seinen Brief rein, ich habe jetzt keinen Abschluss, oder? Also das ist halt von Leuten im Nachhinein interpretiert. Genau. Mhm. Okay. Ja, wie gesagt, wenn du das schon ein bisschen erläutert. So, und was schreibt er denn da so rein? Also das mit den Mädchen da, das hast du gesagt? Das kommt ja aus den Tagebüchern. Das ist nicht explizit im Abschiedsbrief. Wie gesagt, das relativiert er ja eigentlich in den Abschiedsbotschaften eher so. Okay. Genau. Nee, also er meint irgendwie dann so, es ist halt diese ganz krude Mischung aus so einem anarchistischen Nihilismus und so. Und
weiß nicht, ihr weiter halt irgendwie so, ja, also mit auch nicht Unrecht hat und so. Das ist irgendwie schon so mit so einer Einschulung, also so irgendwie bis man, meint halt so, bis man 5 oder 6 ist, so ist das eben eigentlich relativ angenehm. Und dann wird man halt eingeschult so und da wird eben halt angepasst sein belohnt. Und entweder verhält man sich halt selbst und wird angepasst oder man scheitert eben halt so. Und ja. Das ist schon so eine formulierte Kritik an der Gesellschaft. Ja. Also da war halt auch irgendwie widersprüchlich. Auf der einen Seite will er halt eigentlich überhaupt keinen Staat haben. Und so in gewisser Weise beschwert sich dann aber, dass Deutschland das Sozialland der Welt ist. Und so, ne? Ich weiß nicht. Auf der einen Seite sollen alle Menschen das ohne Einwirkung tritt halt alles selbst müssen. Auf der anderen Seite so, gibt es so bestimmte Gruppen, die vernichtet werden sollen, direkt auch irgendwie so. Genau, was ja eigentlich noch mit, also was eigentlich auch so ein bisschen so dieses, zwei angekündigt, also das Spektakel Amoklauf, nochmal ein bisschen mehr in den Fokus rücken sollte. Was ich jetzt erstmal nicht mit eingebaut habe, war tatsächlich, dass es so ein neues Spiel angekündigt ist. Das ist auch noch nicht draußen. Einer der Gründe, warum ich es nicht wirklich mit reingebracht habe. Hatred. Wie gesagt, bisher gibt es halt nur diesen Trailer. Achso, das könnte jetzt natürlich nur bald über meine Boxen. Der Beamer hat auch Boxen. Du musst über den Fiskal sicher anschließen. My name is Time. Akku leer. Prolog kurz übersetzt für die Leute, die es jetzt nicht verstanden haben oder einfach kein Englisch können. Danke. Hängt irgendwie miteinander zusammen, oder? Ja, aber der Zeichen ist jetzt voll über die Box nicht sprechen. Also, akustisch, der Akzent, okay. Das Geschrei, das sozusagen ständig die Sätze unterbrochen hat. Genau, also mein Name ist nicht wichtig, was schon sehr unrealistisch für Amokläufer ist. Wichtig ist nur das, was ich tun werde. Ich hasse diese verdammte Welt einfach. Und die menschlichen Würmer, die sich an ihrem Kadaver mästen. Mein ganzes Leben besteht einzig und allein aus kaltem, bitterem Hass. Und ich wollte immer gewaltsam sterben. Dies ist die Zeit der Rache und kein Leben ist es wert, verschont zu werden. Ich werde so viele mit ins Grab nehmen, wie ich kann. Es ist Zeit für mich zu töten und es ist Zeit für mich zu sterben. Mein Kreuzzug beginnt hier. Genocide Crusade. Ja. Also hier zum einen natürlich ganz explizit auf jeden Fall dieses Auftreten so. Auf der einen Seite halt aufgenommen, halt wieder lange schwarzes Trenchcoat, auch so lange schwarze Haare, eigentlich eher so als Outside-Ding, aber auf der einen Seite natürlich sehr männlich, markantes Gesicht, so breites Kreuz, trainiert und so weiter und so fort. Tiefe Stimme. Tiefe Stimme, ja. Genau, sehr kontrovers aufgenommen. Gab auf jeden Fall auch die Diskussion auch unter dieser Gaming- und Let's Play-Szene so, was darf ein Spiel eigentlich? Und hat es irgendeinen Wert? Und ich glaube, so würdest du sagen, bisher war so die Reaktion alles in einem eher ablehnend. Also wurde auch so gefragt, was ist jetzt der Unterschied zwischen so einem Spiel und zum Beispiel Grand Theft Auto und ähnlichen Sachen. Und explizit ist halt hier wirklich so, der Inhalt ist halt wirklich Menschen töten. Also so, da gibt es auch nichts anderes so.
Also bei GTA 5 kann man sagen, okay, da gibt es auch ein weiteres Ziel, was man irgendwie verfolgt. Und da gibt es auch häufig Auswahlmöglichkeiten, wie man da vorgeht. Bringt man jetzt gewisse Leute um oder nicht so. Und wenn man Leute umbringen muss, so, dann sind das auch Leute, die hat man vorher sozusagen kennengelernt und hassen gelernt. So. Also, und wie gesagt, da gibt es auch meistens so keine, wie das halt hier häufig explizit war, halt wirklich so Opfer, die am Boden liegen, nochmal extra an einen Rand gezogen werden, um denen halt die Waffe in den Mund zu stecken, was halt wirklich Exekutionen sind. Das sind richtig inszenierte Hinrichtungen und so. Und das gibt es dann eben halt eigentlich in so anderen Spielen eigentlich nicht. Aber so dieses, ich glaube so, das, was den Unterschied macht, ist doch die Vorstellung nicht Sinnlosigkeit einfach, sondern unschuldig, oder? Sozusagen, also dieses, keine Ahnung, andere Sachen, auch bei GTA oder so, das liegt einem halt nahe, die Leute haben das halt verdient zu sterben und sozusagen sind halt Schuldige und nicht irgendwie... Wobei man ja schon auch einfach Leute, die rumlaufen, irgendwie, die ihren Alltag normal nachgehen, ja auch umbringen kann. So, das sind ja auch Schuldige, das ist ja eine verrückte Vorstellung. Also nicht eine verrückte Vorstellung, aber das ist ja, das sind Leute, die laufen auch auf die Straße ganz normal rum. Aber es wird auch nicht belohnt, sozusagen. Also, nee, aber das heißt, ihr könnt ruhig erst fertig sprechen, weil es ist noch ein anderes Thema. Achso, ja. Es wird halt nicht belohnt, auch bei GTA sozusagen. Na doch, Leute, die lassen Geld fallen. Also so. Ja, aber es kommt die Polizei, die macht das Leben schwer. Also. Das ist eigentlich der einzige Inhalt. Dass wenn die Polizei kommt, dann vor der Luft. Also nicht so, ich würde sagen, es ist halt nicht so was, was ja außerhalb des Konzepts ist, oder? Bei GTA so Zivilisten umzukriegen, oder? Aber es wäre also wär krasser Skandal, also sozusagen würde trotzdem einen krassen Skandal geben, wenn rauskommen würde, dass das sozusagen der Spielinhalt ist und die Leute das deswegen kaufen. Also gäbe eine Studie, die würde sagen, die Leute spielen gar nicht die Story bei GTA, sondern bringen die ganze Zeit irgendwelche Leute, die am Wegesrand stehen, um, dann wäre das ja gar nicht ein Skandal. Das ist doch kein Skandal, das ist doch echt einfach so. Das ist doch einfach so. Ja, aber das würde doch trotzdem. Aber so, du vielleicht! Man sieht aber doch in, irgendwie jetzt so in den Diskussionen, die über die Spiele gekommen sind, dass eben Beispiele gewählt worden sind, wo es eben schon so ist, dass wenn irgendwie man Unschuldige töten kann und das belohnt wird, so, das war immer krass von einem Skandal. Ja.